1, 2, 1, 2, 1, 2. Wie dosiert ihr euer Mineralfutter? Macht ihr das genauso wie wir? Deckel auf und dann zählen 1, 2, 1, 2. Ich habe mich immer auf die Suche gemacht, wie man das ganze Fleisch noch etwas optimieren könnte. Klar ist es jetzt nicht so umständlich, das Ganze. Aber ich bin halt immer der Meinung, wenn man irgendwas vereinfachen kann, dann hat man doch wesentlich mehr Zeit für die Pferde. Und das ist doch wichtig. Mir ist jetzt aufgefallen hier bei dem Zählen von dem Mineralfutter, dass dies mit so einem kleinen Löffel geschieht, so einem Dosierlöffel, der also dabei gelegen war. Und der hat mich irgendwie an so einen Kaffeedosierer erinnert. Gibt es ja heute kaum noch eine Kaffeemaschine, also die Filterkaffee produziert, aber da waren früher auch immer so Löffel dabei. Also habe ich mich gleich mal auf die Suche gemacht nach Kaffeedosierern und ich war wirklich sehr überrascht, dass es hier einige auf dem Markt gibt. Ich habe mir jetzt gleich mal drei verschiedene Varianten davon bestellt. Das Prinzip ist eigentlich immer ähnlich, nur der Mechanismus, wie das Ganze ausgeführt wird, ist etwas unterschiedlich. Und diese will ich euch heute mal präsentieren. So, da habe ich mal die drei Modelle. Also das eine, das war das günstigste, das ich gefunden habe. Das habe ich in so einem Ramsch-Kaufhaus gefunden für 1 Euro. Also das sollte man gar nicht glauben, ne, dass man für 1 Euro dann doch so viel in die Hand bekommt. Hier ist das Prinzip eigentlich auch relativ einfach erklärt. Das heißt also, ich fülle hier das Pulver, in unserem Fall das Mineralfutter, hier oben ein. Und hier vorne haben wir nochmal eine separate Klappe, wo es dann nachher rauskommt. Und jetzt sind hier unten lauter einzelne Fächer. Und ich drehe jetzt hier einfach, da gibt es sogar Zahlen hier, drehe hier einfach 1, 2. Und jetzt habe ich im Endeffekt 2 Portionen damit abgewogen. Und wenn ich die jetzt hier auskippe, kommen genau eben diese 2 Portionen raus. Und das entspricht komischerweise wirklich genau auch diesem Messbecher, der also bei unserem Mineralfutter dabei war. Also wie gesagt, hier einmal die Variante 1, die günstigste, finde ich eigentlich auch sehr effektiv. Passt also insgesamt 500 Gramm Pulver rein und damit seid ihr dann eigentlich so für die Woche erstmal ausgestattet. Jetzt kommt das nächste Modell, das ist dann ein bisschen aufwendiger, vom Prinzip her aber ähnlich. Das heißt, wir haben auch hier wieder diese einzelnen Fächer. Nur werden die Fächer diesmal über einen Handgriff bedient. Das heißt also, ihr drückt hier und sobald ihr drückt, kommt hier wieder eine Portion unten raus. Und das ist wieder so der tolle Vorführeffekt jetzt, ne? Seht ihr, da kommt also genau immer diese eine Portion raus. Hier habe ich jetzt nur festgestellt, dass die Mechanik hier drin relativ anfällig ist und sich teilweise auch mal irgendwie was querlegen kann. Und deshalb man manchmal hier manuell unten ein bisschen nachhelfen muss, was aber auch vom Prinzip her gehen würde. So, und dann gibt es noch ein Modell, da passt am meisten rein, deswegen finde ich das eigentlich so das beste Modell von allen. Also hier passt wesentlich mehr von dem Mineralfutter rein und hier ist die Technik ähnlich, nur dass ihr jetzt hier unten, ne, also ihr habt hier auch wieder diese einzelnen Fächer hier unten drin, dass man jetzt hier unten eigentlich einfach immer zählt. 1, 2 und dann halt der nächste Eimer 1, 2. Also im Endeffekt ist es natürlich wieder Geschmackssache. Ich meine, hier für 1 Euro, also da kann man auf jeden Fall mal überhaupt nichts falsch machen. Vielleicht gibt es ja noch andere Pülverchen, die irgendwie abgewogen oder abgemessen werden sollten. Und hier sind sie zumindest mal luftdicht verschlossen. Also das heißt, also es kommt auch nichts ran. Und wie gesagt, es lässt sich sehr einfach damit dosieren. Ich fand das jetzt irgendwie mal wieder sehr effektiv, das Ganze, und wollte euch einfach mal drüber berichten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich freuen auf jeden Fall und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen
Mich würde es wirklich riesig freuen, wenn ihr mir hier vielleicht einen Kommentar mal hinterlassen würdet, vielleicht mit Anregungen oder was euch vielleicht sonst noch interessieren könnte. Natürlich freue ich mich auch riesig für einen Daumen nach oben, weil so weiß ich zumindest, dass meine Videos euch gefallen haben. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Pferdezeit und bis zum nächsten Video. Ich freue mich.